Zwei Tage lang präsentierten sich rund 60 Aussteller, mehr als 150 beteiligte Unternehmen, wissenschaftliche Institutionen und Initiativen auf dem Markt der digitalen Möglichkeiten. Zum ersten Mal in der Geschichte des Digitalgipfels wurde die Veranstaltung somit auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Markt der digitalen Möglichkeiten war ein Teil der Bewerbung Jenas um die Austragung des Gipfels. Das ist kein Closed Job hier, das sind nicht nur IT-Experten und Politik unter sich, sondern hier ist das dritte und immer wichtigere Element auch dabei, nämlich die Bürgerinnen und Bürger, die ein Gefühl dafür kriegen sollen und hier auch kriegen können. Was heißt denn das konkret? Die können sich das hier anschauen, wie zum Beispiel Schlaganfallpatienten wieder reanimiert werden können durch motorische Steuerung, die dann das Gehirn wieder aktiviert. Also ganz, ganz fantastische Anwendungen, die man sich ohne KI gar nicht hätte vorstellen können, die jetzt möglich werden. Was mit KI alles möglich ist, zeigten die vielen Aussteller an ihren Ständen. Neben großen und kleineren Unternehmen waren auch viele Forschungseinrichtungen vertreten. So präsentierte zum Beispiel das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz ein Exoskelett, das für die Rehabilitation von Schlaganfallpatienten eingesetzt werden soll. Schlaganfallpatienten haben meistens eine Seite gelähmt und wir können verschiedene Therapiemodi mit Robotik unterstützen, sodass wir letztendlich die Verbindung zwischen dem Gehirn und dem Körper wiederherstellen können und dadurch den Patienten rehabilitieren können, dabei zu unterstützen. Am Stand von Airbus und der Lufthansa konnten Besucher erleben, wie in Zukunft mit Hilfe von VR-Brillen Piloten in der Augmented Reality trainiert und geschult werden können. Wir zeigen hier, dass man mit einem Kopfhörer, mit einer Brille, die sozusagen ein Cockpit nachahmt, zu Hause auf der Couch, aber vielleicht auch im Trainingszentrum mit Kollegen üben kann, wie man sich später im Cockpit verhalten muss. Das heißt, Pilotinnen und Piloten, die machen diese Anfangsroutine vorm Starten, die machen die verschiedenen Checks, die schauen, ob die richtigen Knöpfe gedreht sind. Und das Schöne ist hier, dass hier in Jena jetzt die Menschen, die Besucher sind hier am Marktplatz der Möglichkeit, dass sie das ausprobieren können. Auch Zeiss war auf dem Markt der digitalen Möglichkeiten vertreten. Das Unternehmen präsentierte zum Beispiel eine KI-Lösung, mit der Defekte innerhalb eines Bauteils gefunden werden können. Wir haben einen Computertomographen, wie man auch aus der Medizin kennt. Man kann Bauteile scannen, kann quasi in Bauteile reinsehen und man kann quasi Tonnen von Daten so generieren, die eigentlich das menschliche Auge so überhaupt nicht visuell inspizieren kann. Mit AI schaffen wir es aber letztendlich, Machine Learning Modelle zu trainieren, die letztendlich diese Defekte, Kleinstdefekte, nur sehr, sehr wenige Pixel groß eben detektieren können und das halt relativ schnell, in relativ kurzer Zeit. Die Stadtwerke Jena stellten ihr Projekt Jenergie Real vor. In diesem Projekt wird erforscht, wie auf Basis von vorhandenen Technologien mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zeitnah Wärme und Energie eingespart und die Energiewende vorangetrieben werden kann. Wir hatten bereits einige Vorprojekte gehabt an der Hochschule, auch teilweise mit den Stadtwerken schon zusammen, wo wir beweisen konnten, dass wir beispielsweise durch intelligente Heizungssteuerung Energie einsparen könnten. Zwischen 20% und 30% war da alles möglich teilweise. Kommt ein bisschen auf die Bausubstanz an, kommt ein bisschen auf das Nutzerverhalten an. Und schon da konnten wir zeigen, wir können primär Energie im großen Maßstab einsparen. Und im Jenergie Real wollen wir das jetzt noch erweitern. Wir wollen quasi nicht nur diese thermische Seite betrachten, sondern wir wollen auch die elektrische Seite betrachten. Wir wollen mit intelligenten Speichern, intelligenter Vernetzung, flexiblen Lasten in den Wohnungen, wollen wir zeigen, dass wir teilweise noch über diese 30% vielleicht sogar drüber können. Und das wollen wir einfach mal ausprobieren, zeigen und beweisen und dass das auch bezahlbar bleibt für den Nutzer am Ende. Der Stand der Stadtwerke war auch eine der Stationen, die Wirtschaftsminister Robert Habeck am Montag auf seinem Rundgang besuchte. Augenscheinlich machte das Projekt einigen Eindruck auf ihn, erwähnte er es doch auch später explizit in einem seiner Statements. Grundsätzlich nahm sich Habeck relativ viel Zeit für seinen Rundgang und suchte auch das Gespräch mit den Ausstellern. Und diese menschliche Intuition im Kontrast zur Leistung der KI zu enttarnen, das soll hier auf spielerische Art möglich werden. Okay. Und habt ihr jetzt schon mal Tiere selber gezeichnet und die da reingehalten? Wollen wir das mal gucken? Ich habe vorhin schon nach dem Pferd gefragt. Aber das ist ja noch viel interessanter, weil das müsste ich jetzt selber überlegen, was das für ein Tier ist. Hast du das gemeint? Nicht verraten. Okay, wollen wir es erst machen? Wir halten das mal dahin, mal gucken, was er sagt. Das könnte ja ein Schaf sein, es könnte ein Hund sein und vielleicht könnte es sogar ein kleiner Baby-Elefant sein, der noch kein Rüssel hat, würde ich sagen. Mal gucken. Die KI denkt, das ist ein Pferd und ein Pinguin.
Mehr als 2000 Interessierte besuchten an beiden Tagen die Veranstaltung, um sich über digitale Lösungen zu informieren. Das erstmalig ausgetragene Format des Marktes der digitalen Möglichkeiten stieß dabei vor allem auf positive Resonanz. Die Idee finde ich sehr gut, weil wir natürlich gerne auch, also gerade mit unserer Forschung, gerne auch denjenigen, denen solche Systeme helfen, das gerne vermitteln möchten. Und dazu gibt es meistens nicht so viele Möglichkeiten. Wir können uns hier austauschen mit anderen Firmenvertretern, wir können uns hier austauschen mit Bürgerinnen und Bürgern, Studenten, Schülern. Und es ist wirklich ein ganz toller und ich glaube auch ganz wichtiger Austausch, weil wir wissen ja, in der Digitalisierung gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, aber wir haben auch alle so ein bisschen Berührungsängste. Was macht die künstliche Intelligenz? Was gibt es da für Chancen, Risiken? Und die hier gemeinsam erörtern zu können, ist natürlich ganz großartig. Ich finde es super nett, sehr, sehr viele Aussteller, ich glaube sehr divers. Auch den Hang oder die Connection zur Politik finde ich spannend. Und insgesamt der Austausch eigentlich der Community finde ich ja, sehr, sehr interessantes Format. Und das ist auch vorhin in beiden Reden, bei Herrn Wissing und auch bei Herrn Habeck angeklungen, dass diese Öffnung in die Gesellschaft hinein wahrscheinlich der neue Standard sein wird, den wir dann hier in Jena gesetzt haben. Also da dürfen wir uns auch mal selbst ein klein wenig auf die Schulter klopfen. Das ist uns wirklich gut gelungen. Durch die Austragung des Digitalgipfels und des Marktes der digitalen Möglichkeiten konnte sich Jena bundesweit als Digitalstandort präsentieren. Die Zukunft wird zeigen, ob dies auch einen längerfristigen Effekt hat.